Hallo, mein Name ist Johannes Raspe, ich bin Synchronsprecher seit 1988, ich habe als Kind angefangen und mittlerweile bin ich unter anderem die Feststimme von Robert Pattinson, Jamie Dornan und James McAvoy. Mann, oh Mann, du machst ein Theater, als wolltest du einen Aufstand anzetteln. Lass uns das erst einmal in Ruhe klären, geh doch nicht gleich auf die Barrikaden, nur weil dir was nicht passt. Solche Momente sind uns allen bekannt, warum man es so sagt, jedoch nicht. Die Redensart auf die Barrikaden gehen ist im Französischen entlehnt. Ganz klar. Wie bist du zum Synchron gekommen? Mein Vater hat bereits synchronisiert und wollte eigentlich nicht, dass wir, meine Schwester und ich, in frühen Jahren eins von den verzogenen Synchronkindern werden. Und hat es, glaube ich, so gut es geht verheimlicht, dass er Kinder hat, was aber dann nicht mehr ging, als meine Schwester, die ein paar Jahre älter ist, ans Telefon ging und dann sagte ein Aufnahmeleiter, aha, wer bist denn du? Ja, hallo, ich bin die Katharina. Aha, und würdest du gerne mal was sprechen? Und so kam sie zu ihrer ersten Rolle und dort erzählte sie stolz von ihrem kleineren Bruder. Und dann kam die Hauptrolle dort in den Stimmbruch und sie suchten einen möglichst deutsch sprechenden, also einen gut deutsch sprechenden Ersatz. Und das bin ich dann geworden. Das war eine Puppenserie, die als Hörspiel aufgenommen wurde und erst später dann bespielt wurde. Eine Puppenserie namens Flickerl und Fleckerl fürs bayerische Fernsehen. Erinnerst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Ja, die kam relativ schnell danach. Das war ein Kinofilm namens Liebe, Rache, Cappuccino. Ein wahnsinnig netter, schöner italienisch-englische Koproduktion. Genau. Und da habe ich einen kleinen Jungen gesprochen, der seine Familie aus einer finanziellen Misere rettet. Und das war sehr aufregend und toll. Und da war es zum ersten Mal synchron, weil vorher war es ja nur das Hörspiel und da war plötzlich mit Bild und Studio und Dunkel und Bild und zack und jetzt geht's los und da hat man mir das dann beigebracht. Guck mal hier, da musst du aufpassen, dass das nicht passiert und versuch mal hier ein bisschen mehr Fröhlichkeit, ein bisschen hier und da hast du mehr Angst und so. Das ist halt total nett, wenn man als Kind da hinkommt, das ist die große Welt des Fernsehens und man wird für voll genommen, man muss pünktlich sein, man muss letztendlich die Leistung eines Erwachsenen bringen und ich war damals 11 Jahre alt und fand es ganz großartig, dass ich da diese Verantwortung übertragen bekommen habe und das war was ganz Spannendes. Wie wurdest du die Stimme von Robert Pattinson? Das war wirklich bemerkenswert, denn ich war einfach im Studio bei der FFS in der Poggi-Straße und dann kam einer mitten in der Aufnahme rein und sagte, du Johannes, hast du nachher noch ein bisschen Zeit, weil wir haben noch so einen Trailer von so einem Vampirfilm, keine Ahnung, weiß nicht, dauert nicht lang, 10 Minuten. Ich so, ja, geht, passt schon. Und dann haben wir den Trailer von dem ersten Teil aufgenommen. Und dann gab es erstmal Riesenärger im Forum, also im Internet. Die Foren haben sich da zerrissen, ja, weil in den Büchern wird beschrieben, dass Edward die unglaublich erotischste Stimme der ganzen Welt hat. Und da stellt sich natürlich jeder etwas drunter vor. Das heißt, wenn das jetzt manifestiert wird, hier, Johannes Raspe spricht das jetzt, dann kann das ja nur schlecht sein. Und dann hatte der Verleih auch ein bisschen Angst darum und hat für das beim zweiten Trailer so eine Art Casting gemacht. Also der zweite Trailer wurde dann mit mir und ein paar anderen Sprechern aufgenommen und möglicherweise einem Testpublikum vorgeführt. Aber ich bin es dann trotzdem geblieben. Kannst du sein Spiel beschreiben? Es war sehr morbid, zurückgezogen, eintönig. Und ich glaube, deswegen für die jüngere Generation sehr faszinierend. Du sprichst Robert Pattinson seit 2008. Wie hat sich sein Spiel im Laufe der Jahre verändert?
langsam, aber stetig. Bis hin zu jetzt gerade habe ich einen Film namens Damsel gesprochen, wo er einen Cowboy spielt, der einfach komplett verrückt ist. Man merkt es aber erst gar nicht so, aber der ist einfach ein unglaublicher Psychopath und das spielt er wirklich grandios. Und das hätte ich jetzt vielleicht vorher noch gar nicht so ihn betitelt. Freust du dich besonders, wenn du einen neuen Film mit Robert Pattinson synchronisierst? Es ist interessanterweise wirklich immer was Besonderes, denn ich erwarte von meinen Feststimmen, dass sie jedes Mal ein bisschen anders spielen. Und bei Pattinson waren es die ersten Jahre, war es relativ ähnliche Rollen. Immer dieser kränkliche, zurückgezogene, schüchterne Junge. Und das verändert sich jetzt gerade und da freue ich mich immer drauf, ob noch was kommt. Passiert da noch was? Ändert sich da noch was? Erzähl mal so ein bisschen von den Aufnahmen zur Saga. Die Regisseurin Ursula von Langen hatte darum gebeten, dass wir das zusammen aufnehmen. Also zumindest Bella und Edward, also Anina Braunmüller und ich, sollten bitte die Szenen zusammen erleben im Studio. Man kann nicht sagen, zusammen sprechen, weil wir wurden doch separat aufgenommen. Also es ist einfach eine rechtliche Sache. Die müssen das einzeln aufnehmen, damit das eben bei der Mischung dann besser funktioniert. Aber wir waren zusammen im Studio und das hilft schon sehr. Man hört den anderen, man wird direkt angesprochen. Man antwortet wirklich einem Menschen und nicht nur einem Text, der im Buch steht, den man sich selber durchliest. Genau, und wir haben demnach dann auch wieder viel gelacht, weil durch diese Situation, dass mehrere Leute im Studio sind, natürlich lustige Situationen entstehen. Ja. Das heißt, sie war mit dir im Studio, wurde aber nicht aufgenommen oder saß in der Regie und Doch. Du warst am Mikrofon? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wir wurden, also wie das im Dialog so ist, einer sagt was, dann sagt der andere was, der eine sagt was, der andere sagt was. Und so war das dann aufgenommen. Also ich setze mich hin, sie sagt den einen Satz, stellt eine Frage, sie setzt sich hin und ich stehe auf. Und so wie es früher auch war. Man wartet, bis der andere seinen Take gesprochen hat. Hast du Robert Pattinson schon mal persönlich getroffen? Fast. Ich war 2 Meter weg von Robert Pattinson. Und da wurde im Vorfeld angefragt, ja, wenn wir eh schon da sind, dann könnte man doch dann Meet and Greet machen und so. Ja, mal gucken, vielleicht kurzfristig. So. Da wurde ein Riesenbohai drum gemacht. Dann wurde in der Bravo-Zeitung wurde Meet and Greet verlost. Ja. Da dachte ich, ja gut, jetzt haben die ja schon Meet and Greet da vorne, da oben in der ersten Stock, hier steht ein roter Teppich, war das. Ja. Und dann da steht hier Robert Pattinson und ich stehe hier, Interview da. Jetzt gehe ich einfach mal zu dem hin. Der ist doch da, der steht doch da, gar nicht weit weg. Gut, bin dann hin. Ja. Ah, genau, vorher hatten wir das noch mal kurzfristig bei irgendeiner Frau, die das da noch ganz hektisch alles organisiert hat, gefragt, ob wir das noch mal klar können. No, you're not approved. Ich so, not approved, okay, ja gut, mir doch wurscht, dann gehe ich da hin. Und dann kommt aber einer von seinen Security Guards und tackelt mich weg. Ich meine, ich war auf dem roten Teppich, ich hatte da so Ausweise rumhängen. Ja, ich muss ja auch irgendjemand gewesen sein offensichtlich. Scheißegal. Einfach weggetackelt. Ja, richtig so, das war total peinlich auch, ja. So mit so einer Hand nach hinten, so, oh, jetzt lass mich los. Ja, hat er mich aus dem Sicherheitsbereich von Mr. Pattinson gebracht, ja. Das war mein Fast-Erlebnis mit Robert Pattinson. Du führst einen Rechtsstreit mit dem Twilight-Filmverleiher. Magst du kurz zusammenfassen, worum es genau geht? In dem Rechtsstreit, den ich gegen die Concord-Film führe, wegen Nachvergütung für die Twilight-Saga, geht es hauptsächlich eigentlich darum, Markus Off den Rücken zu stärken. Weil die Geschichte geht eigentlich damit los, dass Markus Off alleine auf weiter Flur den Mut hatte, aufzustehen und zu sagen, Leute, da stimmt doch was nicht. Und dann haben alle gesagt, ja super, toll, der macht das. Und dann hat Markus irgendwann gesagt, war eine gesellige Runde, sagt, ja, was ist denn jetzt? Ich meine, ich mache das hier alleine, geht's euch allen so gut? Findet ihr das alles super? Wo seid denn ihr alle? Was macht ihr? Warum macht denn jetzt keiner mit? Also, da muss doch jemand mitziehen. Und da dachte ich, ja, stimmt. Also wenn, dann muss man da Schulterschluss zeigen. Wenn, dann müssen mehrere Leute sagen, da stimmt was nicht. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil
Du brauchst eine Hauptrolle in einem wahnsinnig erfolgreichen Blockbuster und möglichst auch in einer Reihe. Und das traf jetzt bei mir zu. Und ich glaube, dass ich es mir von meinem Standing leisten kann. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's. Was genau strebst du an? Worum genau geht's? Darf man das sagen? Ja, es geht ganz klar um keinen Vergleich, sondern es geht darum, das BGH-Urteil von Markus Off, welches er erstritten hat, zu bekräftigen, zu verstärken. Weil mein Prozess hat damit angefangen, da hat der Richter gesagt, ja, also dieses BGH-Urteil ist ja schön und gut, aber glauben Sie nicht, dass das hier eine Blaupause für jeden Prozess ist, für jeden Synchronsprecher? Wir müssen schon noch mal anfangen. Und dann ging das bei mir wieder los. Bin ich mehr künstlerisch oder bin ich künstlerischer als ein Nachrichtensprecher? Dann ging das wieder genau von vorne los, wie bei Markus. Und damit das jetzt nicht jeder wieder, damit sich da nicht jeder rechtfertigen muss, finde ich das gut, dass ich das mache. Und Ricardo Richter hat ja jetzt auch noch einen Prozess am Laufen. Ich bin da, glaube ich, ein schwieriger Fall für die Gegner, für die Partei, die gegnerische, weil ich jetzt nicht, mir geht es nicht ums Geld, sondern mir geht es darum, dass ein mutiger Mann nicht alleine bleibt. Stehen die Weichen deiner Meinung nach gut für eine fairere Vergütung der Synchronsprecher in Deutschland? Ja, also es war aus einem kleinen Fehler heraus. Ich musste da, hab da was gesagt, was ich wahrscheinlich eigentlich hätte sagen sollen. Da habe ich über Preise geredet und so. Und dann hat sich das aber zum Guten gewendet, denn das Gericht hat sich dann genötigt gefühlt, zu erklären, warum ich als Johannes Raspe so eine mindere Gage überhaupt als redlich empfinden kann. Und die Erklärung lieferten sie gleich mit und sagten, das kann ja nur daher rühren, dass die ganze Branche über Jahrzehnte unterbezahlt ist. Wie wurdest du die Stimme von Jamie Dornan? Ich bekam einen Anruf, dass in Berlin bereits zahlreiche junge Männer gecastet wurden und irgendwie war nichts Richtiges dabei. Und ob ich Lust hätte, das zu machen. Da habe ich gesagt, ja. So war's. Wie habt ihr die Sexszenen von 50 Shades im Synchronstudio inszeniert? Also die Sexszenen waren ausnahmsweise mal wieder, muss man sagen, weil das ist so unsäglich, aber die waren rotoskopiert. Das bedeutet, das ganze Bild ist schwarz und man sieht nur einen kleinen Ausschnitt im Bild, der sich meistens um den Mund herum bewegt. Und der Rest ist schwarz. Man hört dann Geräusche, man sieht es aber nicht. So, also das ist dadurch ja auch schon so surreal. Aber also Sexszenen generell im Studio sind mit viel Lachen verbunden, weil ja, es ist surreal. Wir sind alle angezogen, aber wir tun so, als würden wir Sex haben. Es ist lächerlich. War es eher lustvoll oder lustig? Lustig, ja. Als Stimme von James McAvoy bist du Professor X von den X-Men. Bist du selbst Comic-Fan? Überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist ganz interessant. Also wenn ich jetzt X-Men gucke, finde ich es total super. Aber als Kind habe ich, ja okay, ich habe Donald Duck-Hefte und Mickey Mouse habe ich gelesen. Da war ich klein. Und dann aber, ich bin nie in diese Jugend- und Erwachsenen-Comics weitergegangen. Aber wenn ich es gucke, bin ich total fasziniert und denke so, boah, die will ich auch haben, die Superkräfte. Boah, der macht nur so und dann kann er schon alles hören und sehen und super. In Split und Glass spielt McAvoy einen schizophrenen Serienmörder mit 23 Persönlichkeiten. Wie synchronisiert man das? Da wurde viel diskutiert vorher. Wie wollen wir es machen? Einfach drauf los, von vorne hinten bis hinten durch. Und dann habe ich gesagt, naja, es ist ja eher wie so 23 verschiedene Filme. 23 verschiedene Rollen. Lass uns doch Rolle für Rolle aufnehmen. Also wir springen durch den Film immer von Rolle zu Rolle. So bleibe ich in der Rolle drin. Und
ich glaube, das kommt dann besser. Da kommen die Brüche auch besser, wenn man dann so. Das lief auch super bis zum Ende von beiden Filmen, wo die Transformation dann so schnell passiert, dass dann hast du nur einen halben Satz und nur einen halben Satz hier, einen halben Satz da. Da war ich dann auch in den Rollen schon weitgehend drin. Die haben wir dann durchgezogen. Aber am Anfang, wenn der dann so hin und her springt, haben wir die rausgezogen und einzeln aufgenommen. Hattest du mehr Vorbereitungszeit für die Rolle? Ich habe den ersten Film, also Split, hatte ich lange vorher gesehen. Also 6 bis 8 Wochen vorher oder so, was ungewöhnlich ist. Normalerweise, wenn du überhaupt einen Film angucken kannst vorher, dann ist es ein paar Tage vorher, eine Woche oder so. Genau. Und da durfte ich mich auch selbst dazu äußern, ob ich da Lust drauf habe und ob ich mir das zutraue. Und dann habe ich gedacht, ja, wow, super, endlich mal werde ich richtig gefordert. Ja? Es ist oft so, ich spreche jetzt seit 30 Jahren synchron und es ist nun mal das tägliche Brot, das Brot- und Buttergeschäft. Du gehst rein und sprichst was, weißt eigentlich gar nicht, wie es heißt. Und das ist eine Serie und irgendein Arzt oder ein Drogendealer oder ein Taxifahrer oder so. Und das dauert 2 Stunden und du gehst nach Hause und hast dann an dem Tag die 3 Rollen gesprochen. Und am Abend fragt mich meine Frau, was hast du gesprochen? Und ich, so, ja. Und weil es alles sehr normale Rollen sind. Also es sind jetzt ganz normale Menschen, die eben einem bestimmten Beruf nachgehen. Aber so kranke Typen, Schizophrene oder sowas, ja, die sind faszinierend. Die machen richtig Spaß. Und James McAvoy ist immer eine Wahnsinnsherausforderung, weil ich kenne niemanden, der noch krasser, besser spielt als er. Ich bin jedes Mal so bedacht darauf, dass ich ihm sein Wahnsinnsspiel wenigstens nicht allzu sehr kaputt mache. Würdest du James McAvoy gerne mal treffen? Ja, mit James McAvoy würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen. Einfach mal Pale Ale trinken, ja, so. Ich glaube, dass der einfach ein lässiger Typ ist. Ich glaube, der nimmt das auch alles nicht so ernst. Ich glaube, deswegen ist er auch so gut, weil er das ganze, dieses ganze Bohai um diesen Hollywood-Scheiß, den macht er, glaube ich, nicht so mit. Und ich glaube, man könnte sich mit dem einfach einen coolen Abend hinsaufen. Du sprichst in vielen Trickserien wie South Park und in Animes wie One Piece. Wie unterscheiden sich Trick- und Realfilmsynchro? Die unterscheiden sich extrem, weil der Realschauspieler, der möchte ja möglichst originalgetreu nachgespielt werden. Und beim Zeichentrick hast du nicht das Gefühl, dass du irgendwie einem anderen Schauspieler etwas kaputt machst oder so. Da kannst du richtig vom Leder ziehen. Da kannst du Dinge ausprobieren mit Kieksern und Chargen und völlig verrückte Sachen machen, die dann auch noch gut ankommen. Also das ist so, sonst würde es rausgeschmissen werden vom Studio und beim Anime finden sie es super. Also das ist so, deswegen ist es eine ganz andere Herangehensweise. Aber es ist auch extrem viel anstrengender, weil die Stimme, wenn du durchsprechen willst, dann machst du dich halt auch natürlich kaputt. Da ist dann am Nachmittag, bist du wahrscheinlich ein bisschen heiser oder auch wirklich erschöpft. Also, ja. Du bist auch ein gefragter Hörbuchsprecher. Wie bereitest du dich auf die Aufnahme vor? Ich lese das Buch möglichst 2-mal. Das ist oft nicht möglich, weil ich viel zu tun habe und die Bücher erst 10 Tage vorher geliefert werden. Aber ich lese es einmal für mich und mache Notizen zu, wer spricht jetzt den Satz, meistens farbig auch. Und dann lese ich es für mich einmal heiß, die heiße Probe. Und dann weiß ich, dass jetzt habe ich den Text, jetzt habe ich den Stoff und ich verstehe auch, wenn es ein gutes Buch ist, dass da irgendwie noch eine zweite Ebene mitschwingt oder so. Dann fühle ich mich sicher und gehe ins Studio und freue mich auf die Aufnahmen. Aber im Studio selbst ist es dann so, dass ich, weil ich aus dem Synchron komme, wo man immer nur einen Satz aufnimmt, kontrolliere ich mich wahnsinnig schnell selbst. Und dann höre ich einfach auf. Ich lese und plötzlich, ja, jetzt habe ich mich selbst kontrolliert. Entschuldigung, ich habe kurz drüber nachgedacht, ob das gepasst hat, was ich gesagt habe. Ja. Und dann sagt der Regisseur oder die Regisseurin, jetzt vertrau uns doch, wir sind doch auch noch da. Jetzt lies einfach weiter, lies einfach weiter. Und so ist das, ist einfach eine ganz andere Arbeit. Welches Buch fandest du besonders interessant?
Das war das Buch Das große Leuchten von Andreas Stichmann. Das ist ein junger deutscher Autor. Ich weiß gar nicht mehr, ob es sein Erstlingswerk war, aber es war einfach eine schöne Geschichte, die einen mit in die Welt nimmt. Und er hat es gut erzählt und es hat mir Spaß gemacht, es dann für ihn zu erzählen. Wie haben sich die Produktionsbedingungen im Laufe deiner Karriere verändert? Ja, durch die Computertechnik ist es wahnsinnig schnell geworden. Mittlerweile werden in dem Vorlauf, wenn er diese, früher war 1, 2, 3, 4 und dann war auf 4 das Bild, jetzt machen sie nur noch so Balken, das ist dann noch schneller, sind nur noch 2 Sekunden. Gut, man kann sagen, du kannst mir noch ein bisschen länger machen oder so. Aber mittlerweile werden die Rückläufe, dass der Take wieder von vorne kommt, werden jetzt also technisch langsamer gemacht, damit man kurz überlegen kann, was war jetzt nicht so gut für die nächste Aufnahme. Dann sagt ja die Cutterin noch was und der Regisseur und der Tonmeister und so, dann die sagen ja auch noch was. Und das musst du alles dann dir merken und das geht wahnsinnig schnell. Ich selber finde es allerdings spannend, weil das Level an Aufmerksamkeit sehr hoch gehalten wird. Also wenn da jetzt lange Pause ist und so, dann schwach ich ab. Ach Mensch, dann fällt mir eine Geschichte ein und dann kommt mal so ein Schnattern und sowas. Ja. Aber wenn du die ganze Zeit Aufnahme hast, Aufnahme, 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 dann bist du total auf dem Sprung und bleibst in der Rolle, bleibst in der Geschichte, bleibst wirklich am Ball. Und das gefällt mir persönlich vom Arbeiten her sehr gut. Was ich vermisse, sind die Kollegen im Studio. Weil das natürlich war, das war halt eine schönere Zeit. Aber ich glaube, vom Arbeiten her war das eben, ist es heute viel präziser und noch professioneller. Früher wurde auch anders synchronisiert, da war das ein bisschen lässiger, da war das, hört man ja auch an den alten 80er Jahren Filmen mit, man hört das einfach, dass das irgendwie lustig war so. Und heute ist es ja auch gar nicht mehr so gewollt, dass das so lustig ist. Das ist alles so perfekt im Original schon, das muss auch beim Synchronisieren dann perfekt sein. Mit welchen Kollegen warst du besonders gern im Studio? Ja, ich habe ja von den Großen gelernt. Also da war ich 11, 12, 13. Ich komme ins Studio und denke, den kenne ich noch. Wer ist denn das? Mama. Die hat mich ja noch immer hingebracht. Wer ist das? Das ist Mario Adorf. Ah ja, okay. So, und da sitzen da so Leute. Und bist du als Kind und denkst du, ja gut, und dann machst du es einfach so und dann guckst du dem zu und wie macht der das so? Aha, okay, gut, der stützt sich aber auch so auf den Pult auf, warum darf ich das jetzt nicht? Das ist, man lernt von den anderen, man lernt aber auch, was die Großen schon dürfen, was die Kleinen noch nicht dürfen. Es war wie eine große Familie, wenn man immer mit anderen im Studio steht. Und es ist auch so, dass wenn du als Kind synchronisierst und da sind 60, 70-Jährige Herrschaften, so Theatergrößen, die haben alle das Gefühl, dass sie dir was beibringen können und auch wollen. Dann so, du, guck mal hier, versuch doch mal hier manchmal so. Da ist der Regisseur gleich, da kann er sich abschalten sozusagen. Ich habe mir jetzt schon, da kommst du so hier und da, probier mal hier und dann tief Luft holen und los geht's und ja, so ja. Und das ist, man fühlt sich wirklich geborgen, wenn so große Leute im Studio stehen und dich unter die Fittiche nehmen. Hast du einen Tipp für Nachwuchssprecher? Ja. Und zwar im Schwarzen üben. Ich finde, im Studio, du kriegst die Texte ja nur im Studio. Du liest es vor dir, da läuft schon die Aufnahme und du liest es noch. Und dann übst du es bei der ersten Aufnahme. Und ich sage immer, ey, übst halt drei, sprich's halt vor dich hin, sprich halt den Satz dreimal vor dich hin und dann kommt die Aufnahme, dann hast du schon viermal gesprochen und dann kannst du es auch gleich. Dann ist es oft beim ersten, zweiten Mal drauf, weil die viermal üben im Schwarzbild vorher, wenn der Vorlauf kommt und wenn andere noch reden oder sowas, das ist unersetzlich. Und zugucken. Zugucken bei den Großen. Nicht, Mensch, ich trinke jetzt lieber einen Kaffee, du hast noch 3 Takes, gut, ich gehe raus. Ja. Vom Zugucken lernt man alles. Das ist wie bei kleinen Kindern, die hören auch nur zu und lernen eine Sprache. Genauso ist es beim Synchron auch. Welche Rollen waren die Höhepunkte deiner Synchronkarriere? Auf jeden Fall alle Rollen von James McAvoy.
mit Abstand wahrscheinlich hier Split und Glas ist ganz weit vorne, aber auch so Abbitte oder sowas. Der spielt einfach so göttlich und ich möchte jeden Satz, würde ich am liebsten 10-mal synchronisieren, obwohl es beim ersten Mal schon gut war. Ich würde es einfach, lass mich nochmal machen. Bin ich immer schon ganz aufgeregt, wenn ich ins Studio komme. Und ich bin jetzt schon lange nicht mehr aufgeregt. Natürlich, wenn man neu im Studio ist, also ein junger Synchronsprecher ist, dann ist man immer aufgeregt. Aber irgendwann flaut es natürlich ab. Wie sieht ein typischer Synchrontag bei dir aus? Ich versuche um 9 Uhr in der Früh erstmal noch mit 10 Minuten das Studio in Verzug zu bringen durch Erzählungen, was alles schon passiert ist heute Morgen. Und dann geht's los und dann hole ich die Zeit wieder rein und dann ist Mittagspause. Entweder gehe ich was essen oder ich fahre in meiner Mittagspause ins nächste Studio und dann geht's dann nahtlos weiter und ist wie ein normaler Bürojob von 9 bis 18 Uhr. Du lebst in München, arbeitest aber auch in Berlin. Wie unterscheiden sich die beiden Städte im Synchron? Das ist total schwer. Also, ich finde ja, dass man die Städte nicht so vergleichen kann. Es gibt in München genauso Unterschiede, wie es in Berlin Unterschiede gibt. Ich finde, dass bei den großen Studios gleichermaßen die Professionalität hochgehalten wird. Alle sind unglaublich höflich, freundlich, zuvorkommend. Mir widerfährt gar nichts, was ich von manchen anderen höre, unfreundlich oder pampig oder so. Das ist mir überhaupt nicht passiert. Aber das hat wahrscheinlich auch immer damit zu tun, wie man in den Wald hineinruft. Ne? Das ist klar, man kommt an in ein neues Studio, neue Stadt, oder andere Stadt, neues Studio, man kennt die Leute nicht. Ja, dann ist man höflich, sagt erstmal guten Tag und dann alle gucken, das schauen wir uns jetzt erstmal an. Mal gucken, was der Raspel so drauf hat. Man hat ja da so Sachen gehört. Und dann geht's los und nach 20 Minuten merkt man, wie es so sich lockert und alles läuft und juhu. Was wünschst du dir für die Zukunft der Synchronbranche? Ja, ich wünsche mir natürlich, dass aufgrund von unserer Klagen die Bezahlung dem Erfolg angemessen wird. Ich hoffe, dass die Geschwindigkeit nicht noch höher wird, die Taktung der Takes. Und ich hoffe, dass wir sehr viel fähige Dialogautoren bekommen, weil ein gutes Buch ist ein guter Film. Eine witzige Anekdote zum Schluss? Ja, da fällt mir eigentlich nur eine ein, die nicht im Studio stattgefunden hat, weil ich war mit Anina Braunmiller in Twilight und zwar in so einer Spezialvorführung, wo man ja schon ein bisschen erwarten könnte als Zuschauer, dass da jemand vielleicht ist, der da mitgewirkt hat oder so. Und wir hatten uns gesagt, komm, wir machen uns den Spaß draus. Wenn der Film vorbei ist, dann reden wir extra laut und gucken mal, ob die uns erkennen. Ja, und haben dann wir zwei so ganz laut einen Dialog geführt. Ich glaube, es war jetzt branchenfremder Dialog, aber so keiner. Es erwartet niemand, dass da jemand ist, der irgendwie beim Synchron mitgemacht hat. Oder also es ist interessant. Ich habe jetzt auch nicht so eine Stimme, die in der Bäckerei dann sofort erkannt wird, oh, du bist die Stimme von. Ja, das passiert mir nicht. Ich bin sehr wandelbar in meiner Stimme und ich glaube, dass meine Mikrofonstimme auch einfach anders klingt als meine Einkaufsstimme, jetzt mal gesagt. Ja.